6.30 Uhr Babelsberger Ortszeit. Nicht nur Holzköpfe werden hier für Olympische Spiele frisiert. Diesen hier zum Beispiel, diesen vortrefflichen Herrn, kennen Sie natürlich. Ja, richtig. Rolf Hoppe. Dass er mit seiner Pfeife auch noch die letzten Haare lassen muss, trägt er mit Fassung. Denn selbst bei der DEFA wird nicht jeden Tag aus einem Schauspieler gleich ein Gott. Hier ist er, Jupiter, Herr aller olympischen Geschichte und Geschichten. Auch jener, von der ich Ihnen heute etwas erzählen will. Ah, morgen Wolfgang. Wolfgang Grese. In dieser illustren Gesellschaft ausnahmsweise kein Gott, sondern nur Künstler. Was ja nicht immer ein Unterschied sein muss. Sein Klassikername Orpheus. Sein Beruf Geigen, Virtuose und Musikprofessor. Sein Problem, er soll heute entwitwert werden. Lisa Machainer wiederum wird Juno, die strenge Gemahlin Jupiters. Aus gutem Grund ist Juno heute eifersüchtig. Doch Fred Del Mare, der da fröhlich aus Leipzig anreist, trägt daran natürlich wie immer keine Schuld. Obwohl, als Merkur ist er auch inmitten der Götter, Hans Dampf in allen ober- und unterirdischen olympischen Gassen. Gisela Bestehorn, nun schon modebestimmende Venus in Blau. Doch jetzt ab zum Olymp! Babelsberger Ortszeit. Bin müde. Naja, so ein Cancan schafft einen natürlich nicht weniger als Rock oder Beat. Und so lassen sich Jupiter, Juno, Merkur, Orpheus und Venus von ebenso dienstbaren wie schadenfrohen Kosmetikgeistern flugs wieder in fast normale Erdenbürger verwandeln. Der Bart ist ab. Aber abgedreht ist deshalb noch lange nicht. Fortsetzung morgen früh, Treffpunkt Unterwelt, Party bei Pluto. Adieu. Viel Amüsement, Madame. Oh. Mich selbst brauche ich wohl nicht vorzustellen. Sie haben es bestimmt erraten. Jacques Offenbach, Komponist. 1818 bis 1880, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das Gedächtnis lässt ein bisschen nach. Man möchte doch gern wissen, was mit einem nach 100 Jahren so geschieht. Vor allem im Film, der mich gar nicht so interessiert hat. Damals. Vielleicht interessiert es Sie heute, was mit dem kleinen Spaß von vor 100 Jahren geschehen sein könnte. Viel Freude wünscht Ihnen Ihr Jerry Wolf.